Für die Gründung einer Arbeitsgemeinschaft für den geplanten Energiepark Glückauf lud der Verbandsgemeinde Bürgermeister von Mansfelder Grund-Helbra Norbert Born am 18. Januar in die Räumlichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr Helbra ein. Hintergrund ist, dass der Lenkungsbeirat Strukturwandel des Landkreises Mansfeld-Südharz die Förderwürdigkeit eines solchen Projektes bestätigt hat. Da das Projekt einen gebietsübergreifenden Charakter hat und große Teile des Mansfelder Landes direkt mit einbezieht, sowie die Themenfelder Geothermie, Biogas, erneuerbare Energien und Wasserstoff umfasst, war die Liste der Teilnehmer illuster und weit gefächert. So waren nicht nur die Geschäftsführer der drei Stadtwerke im Landkreis vor Ort, auch die Bürgermeister der betroffenen Regionen, Vertreter der Landesenergieagentur, der Standortentwicklungsgesellschaft, des großen Industrieunternehmens KME oder Vertreter der AG Strukturwandel im Landkreis Mansfeld-Südharz und nicht zu vergessen die Bendorfer Wohnungsbaugesellschaft, die in diesem Zusammenhang eigene Akzente setzt, um nur einige zu nennen. Der Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Harald Henke erläuterte den Anwesenden zunächst detailreich das geplante Projekt Energiepark Glückauf. Er war auch so freundlich für uns, das Vorhaben kurz zusammenzufassen. Es geht darum, dass wir es als Verbandsgemeinde erkannt haben, erneuerbare Energien sind der Weg für unsere Klimalösung, für das Problem des Klimawandels. Strukturmittelgelder sind ein Teil davon, um dieses Ganze mitzuhelfen umzusetzen. Und wir haben eben mit diesem Energiepark und diesem Wasserstoffprojekt mit den Städten Hettstedt und Eisleben zusammen ein Projekt entwickelt, das eine gewisse Größe, man muss sagen, eigentlich sehr groß angenommen hat. Und wir hoffen, mit der heutigen Gründung der Arbeitsgruppe, dass wir das Ganze mit anschieben können und richtig auf den Weg bringen können. Und am Ende soll spätestens so in circa 5 Jahren das Erste auch sichtbar sein, was wir umgesetzt haben, sprich Wasserstoffstrategie, damit eben für unsere Industrie der grüne Wasserstoff und auch die grüne Energie da ist, um eben Arbeitsplätze zu erhalten und eben möglichst auch neu zu schaffen. Das Projekt heißt Energiepark Glückauf, hat mehrere Teilmodule. Ein Modul ist Geothermie. Dort wollen wir eben die wasserführenden Stollen unserer Bergbauregion als Energiequelle nutzen für Nahwärmeversorgung, Quartiersversorgung unserer Verbandsgemeinde. Des Weiteren ist ein Windpark und eine große PV-Freiflächenanlage, wo wir halt mit diesen ca. 100 Megawatt Energieleistung Wasserstoff produzieren wollen und grünen Strom halt für die Industrie anbieten. Und das Ganze soll zwischen Hettstedt, Helbra, Eisleben mit einer Wasserstoffpipeline so verbunden werden, dass die Industriegebiete oder die Industriefirmen halt damit partizipieren können, also diesen grünen Wasserstoff verwenden können. Mit der Gründung der Arbeitsgruppe ist ein wichtiger Schritt in Richtung Energiepark Glückauf vollzogen worden. Doch ist der Weg bis zu ersten konkreten Ergebnissen noch weit, wie wir gehört haben.